Hallo, hallo und herzlich willkommen bei mir. Ja, ich wollte euch mal berichten von den letzten Rossmann Hall Einkäufen. Da gibt es Sachen, die ich getestet habe und über die ich einfach gerne mal berichten möchte, weil da gibt es bestimmt so das ein oder andere Produkt, was ihr vielleicht ganz gut gebrauchen könntet. Ich habe nämlich richtig tolle Sachen. Meine Augen tränen ein bisschen, aber das kennt ihr ja schon bei mir, ne? Ich weiß auch immer nicht, woran das denn. Ich bin immer froh, wenn die Schminke dran bleibt. Gut, dann werden wir mal loslegen. So, Haare sind ganz weich und das will ich euch auch gleich berichten, was ich da benutzt habe. Da habe ich ein richtig, 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 richtig tolles Produkt benutzt und das werde ich euch auf jeden Fall erzählen. So, als erstes rede ich mal über Duschgel, was ich so getestet habe. Das habe ich jetzt dreimal benutzt. Dreimal, zweimal, nee, dreimal. Dreimal. Liebe ich total, würde ich jederzeit wieder benutzen. Finde ich richtig, richtig toll. Und der Geruch ist, ha, das ist ein Traum. Und die Flasche ist wunderschön und davon sehr gerne mehr. Das finde ich ganz toll. Das ist von der Firma Trackle Moon. Die sind ja mal gut und mal nicht. Und das finde ich richtig, richtig toll. So, dann gibt es noch mehr Duschgel und zwar Duschschaum von der Marke Jean & Len. Da gibt es jetzt zwei ganz, ganz, ganz neue Produkte und der ist schon fast leer und der schafft es auch noch. Also, das sind für mich so tolle Duschschäume. Sobald es da eine andere Sorte gibt, stürze ich mich da drauf. Ich mochte eigentlich bis jetzt gar nicht mehr so gerne Duschschaum. So, ich meine, von Rituals natürlich jederzeit gerne. Aber so ansonsten, was es immer so gab, hat mich nie so doll gereizt. Egal, was ich da getestet habe, auch von guten Firmen, das hat mich nie so gereizt. Und dieser Duschschaum, der ist so großartig, nicht nur vom Geruch. Der Geruch ist auch mit dafür verantwortlich, dass ich das mag. Natürlich auch hier Feige riecht total richtig, richtig toll. Das hier ist ein bisschen zurückhaltender, das riecht mehr. Also einfach wirklich nach Feige, finde ich. Und ich habe schon überlegt, riecht Feige überhaupt so intensiv? Aber irgendwie riecht man Feige. Und hier ist es wirklich der Schaum, den ich so toll finde. Da kommt erst dieses Gel raus und dann habt ihr so richtig festen Schaum und das liebe ich einfach und das ist einfach ganz toller Schaum und ich freue mich jedes Mal auf Duschen mit diesen Produkten. Echt ganz toll. Also sobald es da noch was gibt, bin ich sofort dabei und werde das auf jeden Fall benutzen. Dann mal zwischendurch eine kleine Enttäuschung. Dieses Balea-Trockenshampoo mag ich irgendwie gar nicht. Weder der Geruch, hier ist ja Zitronenduft mit dabei, noch, ja, ich finde das, danach hast du einen weißen Pulli an. Das ist sehr weißlich. Das mag ich nicht ganz so gerne. Aber das ist immer Geschmackssache. Ach so, die Pflegewirkung ist auch toll. Ihr müsstet euch nicht unbedingt danach eincremen. Es geht auch mal einen Tag dann ohne. Also bei mir jedenfalls, bei mir hält sich das so in Grenzen. Kommt immer darauf an, was für eine Verfassung ich bin. Ich hatte jetzt gerade eine Erkältung, danach war meine Haut echt dröge. Da brauche ich das dann schon mal eher, dass ich mich eincreme, aber es müsste nicht sein und im Sommer sowieso gar nicht. Ich hoffe, davon kommt noch mehr. Beim Shampoo war ich ja nicht so begeistert, aber davon jetzt wieder total. Also, Mensch, dass sie das so toll können, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Gut, dann habe ich mir hier noch was gekauft und zwar von Balea, auch ganz, ganz, ganz neu. Viele haben das noch nicht mehr in der Drogerie, also geduldet euch, das kommt auf jeden Fall. Blooming Paradise Hibiskus-Extrakt und ja, ich bin da nicht so begeistert von. Jetzt muss ich mir noch mal den Geruch. Es riecht nicht schlecht, aber es haut mich nicht vom Hocker. Ist ein Produkt von, ja, ich finde das nicht so doll. Und das hier auch übrigens nicht. Das ist ja dann mit so einem Goldschimmer. Ist ganz niedlich, ne? Aber ich weiß nicht. Also, ich finde, das ist mehr so was für junge Mädchen. Aber so, ich weiß nicht. Also, das Spannendste ist ja immer, sieht man einen Goldschimmer? Fast gar nicht, finde ich. Und färbt das dann auf den Pullover ab? Das war bei mir nicht der Fall. Also das ist ja dann immer gut. Ja, vielleicht werde ich das im Sommer noch mal so ein bisschen benutzen, aber ansonsten ist das jetzt eher sowas, wo ich sage so, ja, hast du dir gekauft, hast du kennengelernt und dann war es das auch. Also
kein Produkt, was ich mir nachkaufen würde. Ganz im Gegenteil dazu, ne, da mochte ich den Duschschaum ja gar nicht. Das ist hier von Biu und Feli. Ist das nicht eine berühmte YouTuberin oder so? Die hat ja immer so diesen Biu-Schaum, Duschschaum, und der ist ja sehr, sehr beliebt bei Jugendlichen. Ich mag die Gerüche immer gar nicht. Also ich habe da nie einen dabei gehabt, der mir irgendwie gut gefallen hat. Und ich habe ja immer alle gekauft, so für meine Töchter, weil die immer ganz scharf drauf waren. Aber mir hat das immer nicht gefallen. Ich war immer ganz froh, weißt du, dann habe ich meine Sachen für mich alleine. Ne, die sind dann glücklich mit ihrem Biu-Schaum und ich mit meinen Sachen. Und ja, aber das hier fand ich richtig toll, und hier ist ja auch Glitzer mit drin, ganz toll. Hier ist der Geruch unheimlich schön. Das ist so ein Spray halt, ne? Ich lese mal vor: Shimmer Body Spray, sogar mit Niacinamiden. Aber ja, Gott, ne? Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie viel da drin ist, wahrscheinlich nicht so sehr viel, aber ist kühlend und glitzert, steht hier drauf. Ich finde das ganz toll. Der Geruch ist ganz toll. Also damit kann man sich echt morgens, wenn man noch müde ist und los muss, kann man sich damit einmal eindieseln. Ganz schön. Also das gefällt mir wesentlich besser als das jetzt hier von Balea. Das hier wäre für mich ein Nachkaufprodukt auf jeden Fall. Werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich ja immer so viel teste. Aber es wäre so von der Sache her, wäre es ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich jetzt hier von Isana die Body Cream mit Urea. Ich habe es ja schon geahnt. Urea ist immer gut. Ich weiß das aus der Krankenpflege, dass die Wundversorger haben da immer gesagt, oder auch die Krankengymnasten und so, die haben immer gesagt, kauf mal was mit Urea Body Lotion, weil das immer sehr gut ist für richtig extrem trockene Haut. Und das ist hier ganz, ganz toller Pott. Den finde ich richtig, richtig toll. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir auch nachkaufen würde. Hier steht drauf für trockene und strapazierte Haut. Kann ich bestätigen. Hier ist Urea drinne und Chica. 5% Urea reicht bei mir jetzt völlig aus. Ja, und riecht gut. Also die sieht ja so komisch aus, so medizinisch und so. Aber die riecht richtig, richtig toll. Und wonach riecht die, ne, wollt ihr jetzt wissen? Also sie riecht jetzt nicht speziell, sondern sie riecht so, jetzt muss ich selber mal wissen, wie riechst du denn jetzt überhaupt nochmal? Wie kann man das erklären? Oh ja, das riecht sehr so Vanille-Mandelmäßig so, das geht in die Richtung. Oh ja, das hat einen ganz, ganz tollen Geruch, aber so nach Eincremen und nach Wärme. Irgendwie ist schon irgendwie auch ein Winterprodukt, weil es wärmend ist. Aber wie gesagt, ganz toll. Also das kommt dann schon so nah ran an eine Asam Beauty Creme. Ne? Da schwöre ich ja immer drauf. Ich bin ein ganz großer Asam Beauty Fan. Und ich freue mich dann immer, wenn Produkte, wo man so ein bisschen Geld sparen kann, wo ich euch dann einfach einen Tipp geben kann und sagen kann, Mensch, hier haben wir ein Produkt, das kommt in die Richtung, kommt da sehr nah ran an eine Asam Beauty Body Lotion. Könnt ihr gerne mal testen. Lasst euch nicht abschrecken von dem komischen Aussehen. Das sieht so echt so total medizinisch aus. Ist es nicht. Es ist reichhaltig, es zieht schnell ein. Ihr habt ganz, ganz butterweiche Haut danach. Und wenn das nicht so funktioniert bei euch, wenn ihr sehr trockene Haut habt, dann lasst die Haut einfach nass nach dem Duschen oder Baden. Oder ihr sprüht euch noch mal so ein bisschen dann ein mit Thermalwasser oder Rosenwasser oder so. Tipp von meiner Freundin. Die macht das immer so. Die cremt sich, glaube ich, lieber abends an und nicht direkt nach dem Duschen. Und ich mache das immer gleich nach dem Duschen, dann habe ich das hinter mir. Und wenn ihr das auch so macht wie sie, abends ganz in Ruhe ein Creme auf der Bettkante, dann die Haut so ein bisschen feuchter machen, dann zieht der super schnell ein. Also das, ich glaube, die macht euch ganz bestimmt glücklich. So, dann gibt es von Jepoda was, und das kann ich euch nur echt so wärmstens empfehlen. Das ist so ein großartiges, tolles Produkt. Jepoda haut hier ein Vitamin C Serum raus, vom Feinsten. Echt. Erstmal könnt ihr das aufschrauben und dann habt ihr einen Nachfüller hier drin. Hier ist es toll, dass ihr halt den Nachfüller kaufen könnt. Na, das ist ganz einfach. Das wird hier reingesteckt. Dann dreht man das wieder zu und dann macht ihr den Deckel rauf. Und dann seid ihr damit fertig. So, dann macht ihr den Deckel drauf und dann seid ihr damit fertig. Also ein super tolles Produkt. Hier habt ihr 15% Vitamin C drin, und habe ich so ein bisschen verglichen mit anderen Produkten. Und ich finde Jepoda gerade echt am besten.
Ich benutze das zusammen mit der Asam Beauty Vitamin C Creme. Ja, toll, ne? Das liebe ich total. Also erst kommt das Serum rauf morgens und dann Vitamin C Creme von Asam Beauty. Das ist für mich gerade so die optimale Pflege, Tagespflege. Liebe ich total. So, dann habe ich jetzt noch mal zwei ganz neue, nagelneue Tesori di Oriente Momente mit euch zusammen. Ja, das sind hier, was ist das überhaupt? Jetzt lese ich das gerade. Deodorant. Oh, aromatisches Parfüm-Deodorant. Ich liebe die und die werde ich mir mit Sicherheit nachkaufen. Ihr könnt damit euren Körper, eure Kleidung, eure Räume besprühen. Es riecht fantastisch. Ich finde die Gerüche genauso toll wie die Duschcreme dazu. Und es gibt ja noch ein drittes, das schwarze, Hammam oder so heißt das, glaube ich. Und boah, die riechen toll. Also es gibt davon ja noch Düfte und die mag ich komischerweise gar nicht. Also die Düfte dazu, das Parfüm. Mag ich gar nicht, mag ich die Verpackung nicht, finde ich total doof, die Verpackung, die ist so langweilig, das ist auch überhaupt nicht ansprechend, finde ich. Aber hier diese Deos, die sind ganz anders, also die sind wie die Duschgele dazu. Wenn ihr die noch nicht kennt, unbedingt kennenlernen, sind mit Abstand für mich die bestduftendsten Duschgele in der Drogerie. Also wirklich Tesori di Oriente und Orinique, ne? Orinique ist auch immer ganz toll. Ja, richtig, es riecht richtig, richtig edel und hochwertig. Ganz toll. Handcreme. Da, ja, Lieblingsduft-Handcreme. Davon gibt es ja noch ein Peeling und ein Duschgel. Also, hier haben wir wieder Trackle Moon. Da unten steht das. Ganz toll, finde ich super. Nur leider ist die Pflegewirkung so mittelmäßig, ne? Ja, also der Geruch ist natürlich toll und die werde ich mir definitiv nachkaufen, weil ich den Geruch so toll finde. Das erinnert mich immer an eine ganz bestimmte, ganz teure Creme. Ich finde, das ist so ein kleines Zwillingsprodukt dazu. Und ich mag einfach diesen Geruch. Hier steht es ja auch drauf: Mandelöl und Mandel-Vanille-Duft. Und ja, das ist es natürlich. Ne? Das ist mein Geruch. Ich liebe das. Und wird es davon eine Bodylotion geben, dann stürze ich mich da direkt drauf. Ja, die Pflegewirkung geht so. Also ich finde immer noch die Isana mit Arganöl besser von der Pflegewirkung her. Hier zieht zwar schnell ein, aber ihr habt auch nicht lange weiche Hände. Ne? Das ist immer so doof dann irgendwie, dass man da nicht so eine krasse Pflegewirkung hat. Aber trotzdem mag ich die gerne, weil die einfach ganz gut riecht. Jetzt kommen wir zum Highlight. Ich muss meine Haare rausholen. Ja, also, ich. Wo fange ich denn an? Ja, ich mache es mal ganz kurz. Ich werde mal nicht so lange quatschen. Ich mache es mal ganz kurz. Ich habe mir die neuesten Ghoul-Produkte aus der Drogerie gekauft und war sehr neugierig, wie die sind und habe die auch sofort getestet. Das ist Ghoul Bond Repair Anti-Haarbruch Fluid, repariert stärkt geschädigtes Haar mit Rotalgenextrakt und Bondaufbaukomplex. Ganz neu, ohne Silikone und sogar hier das Peterzeichen vorne drauf. Das ist so richtig toll. So, wie wendet man das jetzt an? Ich sage euch mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe das Shampoo benutzt, meine Haare eingeschamponiert, abgespült, fertig. Danach habe ich das Fluid aufgetragen. Muss man nur 10 Sekunden einwirken lassen. Das liebe ich sowas. Und ja, einwirken lassen, ausspülen, fertig. Und danach habe ich dann die Spülung benutzt. Ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit wissen, ob ich das richtig mache, weil. Müsst ihr euch mal bildlich vorstellen. Ich stehe also mit diesen neuen Produkten unter der Dusche und natürlich ohne Brille und denke so, wird das denn jetzt angewendet? Mache ich jetzt erst das drauf und dann das oder erst das und dann das? Und dann habe ich versucht, ohne Brille unter der Dusche, und ich wollte ja erst rufen, kann mir mal jemand helfen? Also habe ich dann gelassen, dann dachte ich so, jetzt denk mal logisch. Wenn du eine Haarkur benutzt, dann machst du danach hier auch eine Spülung abschließend und du machst das jetzt einfach mal so und dann guckst du mal, wie die Haare sind. So, die Haare waren fantastisch danach. So, ich gucke jetzt mal hier. Hier steht nämlich nur drauf, und das konnte ich gerade so lesen, auf nasse Haarlängen auftragen und 10 Sekunden drauflassen, dann abspülen. Es steht hier nicht drauf, ob man das vor oder nach der Spülung machen soll.
Und das wollte ich mir noch mal durchlesen. Ich befürchte aber, dass es nicht unbedingt da steht, weil hier steht auch nur nasse Haar einmassieren, einwirken lassen. Da macht das, wie ihr wollt. Ja, ich habe da einfach logisch gedacht und habe mir gedacht, macht das doch wie mit einer Haarkur, macht zum Schluss die Spülung. Also es hat mir nicht geschadet. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt richtig war. Ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, ich habe schöne Haare. Ich habe mir jetzt das zweite Mal damit die Haare gewaschen und ich war vom ersten Moment an richtig begeistert. Ich habe nichts in meinen Haaren drin. Ich habe sie lufttrocknen lassen. Das ist wirklich original. Ganz schnell rumlaufen. Die Spitzen, nichts ist da drinne. Ich finde das Haar richtig toll. Das ist so weich, dass mich das schon nervt. Ist aber trotzdem natürlich noch griffig. Das seht ihr ja auch, ne? Aber das hat einen Glanz, das Haar. Und das sieht so. Es sieht echt schon repariert aus. Ich hätte nie gedacht, dass sie das jemals behaupten würde von einem Produkt. Ich bin da echt wahnsinnig ehrlich und sag euch das auch. Aber ich finde, ich brauche da nicht viel zu sagen, oder? Man sieht das doch, ne, an den Haaren. Ey, die sind so toll, die Haare. Die sind so toll, als wenn ihr beim Friseur wart und die haben doch da immer so richtige Spezialprodukte. Und so fühle ich mich. Ich fühle mich total toll. Das riecht so wahnsinnig toll, auch das Zeug. Also das ist echt so toll. Das finde ich ist jetzt wirklich mit Abstand das beste Produkt, was ich da so in der Drogerie bis jetzt getestet habe. Ich habe ja da schon eigentlich fast alles durch, außer jetzt L'Oreal oder Elvital. Überall, wo Silikone drin ist, teste ich nicht. Und weil das tut meinen Haaren nicht gut, Silikon. Ich bekomme da schnell fettendes Haar und ich möchte einfach sehen, wie meine Haare sind und möchte nicht mit Silikonen alles zukleistern. Und ja, dann Isana habe ich getestet, Balea habe ich getestet, diese ganzen Plex-Produkte. Dann gab es vor kurzem von Goulia auch ein Reparatur-Zeug, Shampoo. Dann gab es, was habe ich noch getestet? Das mit Reismilch von Garnier, das finde ich nach wie vor toll. Also die beiden finde ich so am besten, das mit Reismilch, das Lilane und das hier. Das sind so, und von Goul das Hyaluron, das ist auch richtig toll, ne? Ich liebe das auch. Ja, das sind so die, also ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen, ja, ich fand eine Zeit lang Fructis toll, aber jetzt bin ich gerade echt nur bei diesem Bond. Für mich ist das Bond richtig an alleroberster Stelle, hat alle anderen weg vom Regal gefegt und steht da oben prachtvoll und wie eine Königin und sagt, geht mal zur Seite, jetzt komme ich. So empfinde ich dieses Produkt. Richtig, richtig toll. Wenn ihr kaputte Haare habt, wahrscheinlich muss man da schneiden. Ich bin auch kein Friseur. Und ich schneide das auch nur so ein bisschen an das Thema. Also so ein bisschen weiß ich, aber ich bin jetzt überhaupt gar kein Friseur. Aber ich kann es euch so als Laie oder als, weiß ich nicht sagen, als Verbraucher sagen oder jahrelange Ü50-Testerin mit langen Haaren. Ich sag euch, das ist wirklich hervorragend, das Produkt. Und ich betone das, niemand kennt mich. Kein DM kennt mich, kein Rossmann kennt mich, kein Ghoul kennt mich, gar nichts. Die kennen mich nicht und trotzdem lobe ich ihr Produkt bis zum Himmel, weil, boah, wirklich. Bitte, bitte, bitte teste das und schreibt mir, ob ihr das auch so toll findet. Also ich finde, das ist wirklich, das lässt alles andere hinter sich. So toll finde ich das. Ist wirklich mein, da könnte ich schon sagen, Produkt des Jahres. Wirklich. Ja, so ist es. Gut. Das hier habe ich mir ja auch gekauft und auch das andere 7 Sekunden. Ich habe das stehen gelassen. Ich habe das nicht benutzt und ich werde die Sachen auch nicht benutzen. Ich habe ja längeres Haar und ich lege da immer ganz großen Wert drauf, das zu pflegen. Und ich benutze nie harte Bürsten. Ich föhne kaum. Das Einzige, was ich mache, ist Strähnen reinmachen wegen der grauen Haare. Und ansonsten bin ich da immer ganz, ganz, ganz vorsichtig mit meinen Haaren. So, föhnen soll ja auch gut sein, eigentlich bei nassen Haaren. So, aber da weiß ich auch immer nicht, was stimmt und was nicht stimmt. Der eine sagt so, der andere sagt so. Mir ist das egal. Ich mache das so, wie es kommt. Ich föhne dich gerne, habe keine Zeit. Ich lasse das so an der Luft trocknen und fahre damit ganz gut. Und habe eine Verbesserung gemerkt, dadurch, dass ich kein Silikon benutze und so weiter. Und ich bin da einfach so ein bisschen komisch. Und ich bin ein riesengroßer Asam Beauty Fan. Ich liebe die Produkte und ich bleibe für meine Spitzen bei diesen wunderbaren, tollen Produkten und zwar Monoid Jahre und Hawaii Rose und ansonsten auch sehr gerne
von Sati Naturell das Arganöl. Das kaufe ich aber bei Amazon, nicht bei Sati Naturell, sondern das kaufe ich mir selber bei Amazon. Und liebe ich total. Weil das brauche ich ja auch so, ne? Mein Arganöl, das liebe ich ja. Ja, das mache ich mir in die Spitzen, weil mich hält das einfach hier ab, das Zeug in die Haare zu machen. Ich mag das irgendwie nicht, finde das komisch. Das hier mag ich irgendwie lieber. Das ist ja wahrscheinlich dann auch irgendwie sowas. Und das reicht mir dann auch. Weil wenn ich jetzt das noch testen würde, guck mal, hier ist Alkohol drin und so viel Schnicki-Schnacki und ich will das irgendwie nicht meinen Haaren antun. Das kostet immer nur so 2, 3 Euro. Da gibt es ja auch noch eins von Balea. Aber ich habe mir das jetzt die ganze Zeit überlegt und auch wenn andere sagen, das ist toll, ich möchte das irgendwie nicht für meine Haare. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich möchte irgendwie nicht so, dass so mit, wenn dann so viel Alkohol da drin ist, gleich an zweiter Stelle, schreckt mich das irgendwie ab. Und auch wenn andere sagen, ja, das macht nichts, Keratin, lololo, ich will das nicht. Ich möchte immer so wenig wie möglich mit meinen Haaren machen. Und das hier ist ja auch schon ein Anti-Haarbruch-Fluid. Und da vertraue ich einfach mal, dass es nicht ganz so schlimm ist. Hier steht auch an zweiter Stelle Alkohol drin. Hier steht es auch. Ach Mann. Aber es ist echt toll. Ja, hier ist auch alles Mögliche drin. Also mir reicht das erstmal. Das werde ich dann benutzen. Und das hier habe ich jetzt nicht getestet und werde ich, glaube ich, auch nicht. Und das andere auch nicht. Und ich bleibe einfach dabei, dass ich für meine Spitzen einfach nur ein bisschen Öl nehme. Mir reicht das so von der Pflege her. Ich will nicht zu viel machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, gut. Was mache ich jetzt damit? Weiß ich auch nicht. Wieder zurückbringen. Ne? Ja, und dann ganz normal zum Schluss meine Fingernägel. Ja, so ärgerlich. Ne? Ich kriege das nicht hin mit meinen Nägeln. Ich bin noch da am Testen. Ich habe schon so einiges hinter mir. Hier ist der Essie, das Essieöl. Das nennt sich Apricot Nail and Cottle Öl. Dann habe ich das hier gekauft. Das 2000er für 13 Euro. Lalala. Bringt die gar nichts. Gar nichts. Dann habe ich das hier von Essie. Das ist im Moment so das, was ich noch mit am besten finde, weil das im Moment meine Nägel schützt. Ich habe ganz kurze Nägel, ich habe sehr viel mit Wasser zu tun und andauernd brechen die und je kürzer sie sind und trotzdem spalten sie sich und brechen und sehen immer richtig ungepflegt und bescheuert und doof aus, weil es sieht von Weitem auch immer so richtig schmutzig aus, obwohl die sauber sind. Mir ist es selber immer unangenehm. Aber hier geht auch immer an der Spitze der Nagellack ab, weil die, trotzdem die so kurz sind, lassen die sich noch biegen, die Dinger. So, die sind hauchdünn wie Papier. Ich habe nichts damit gemacht. Gar nichts. Ich trinke ganz viel Milchkaffee. Aber ohne Kuhmilch, nur Alpro. Aber ich weiß das nicht. Ich glaube mittlerweile, dass es an den Wechseljahren liegt. Und ich habe ja sehr sympathische, liebe, süße Kommentare von euch bekommen. Und ich kann ja nicht so viel auf einmal machen. Ich hatte mir ja jetzt erstmal das hier gekauft, das 2000er. Und da bin ich so von enttäuscht. Und auch Asam ist irgendwie ja auch nicht so, dass es das macht, was es will. Ich möchte ja im Grunde genommen, kann ich es wahrscheinlich nicht ändern, weil es von innen kommt, liegt wohl an den Wechseljahren gerade, diese weichen Nägel. Ich müsste wohl wirklich dann Tabletten nehmen, diese Kieselsteinerde oder Silizia oder so, das müsste ich wohl holen. Ich hätte jetzt im Hinterstübchen noch, dass ich mir dieses Formula hole bei Instagram. Gibt es das? Oder ich nehme dieses aus der Apotheke, Stilio oder so heißt das, oder Stilica. Das könnte man auch noch machen. Das ist so eine Kur, die macht ihr dann abends rauf und so weiter. Ja, ich muss ab und zu einfach mal so ein bisschen noch Geld sparen. Und dann kaufe ich mir das und dann teste ich das. Und ich müsste eigentlich endlich mal regelmäßig diese Kieselerde-Tabletten nehmen. Ich mache es einfach nicht. Ich bin so eine echtes. Ich muss mir das mal direkt neben die Kaffeemaschine stellen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, dass ich sowas nicht mache. Dreimal am Tag muss ich da eine Tablette nehmen. Krieg das nicht hin. Krieg's nicht mal einmal hin. Ich denke dann immer, ja, nachher, weil die so groß ist wahrscheinlich. Das ist so ein Riesending. Und dann denke ich immer so, ja, nachher nehme ich die nachher. Aber das mache ich gar nichts. Vergesse ich dann wieder. Ja, so bin ich. Bin ehrlich. Ehrlich, ja, ich kämpfe da noch weiterhin mit meinen Nägeln. Ich wollte schon zwischendurch mir Gelnägel machen, weil ich so die Schnauze voll hatte von meinen Fingern. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache ja schon gar keinen Nagellack mehr rauf und trotzdem brechen die. Ich schneide sie schon ganz kurz und trotzdem spalten sie sich noch.
Ich bin eigentlich normal, bin ich ein gesund lebender Mensch. Ich esse viel frische Sachen. Ich koche fast immer frisch und bin jetzt irgendwie kein, gut, ich liebe Currywurst, Pommes, aber eigentlich achte ich da drauf, so Bananen essen und so ein Kram. So alles, was so gesund ist, auch mal ein Apfel. Na, so, ich bin jetzt hier nicht voll das Vorbild in Sachen Gesundheit, aber normalerweise koche ich eigentlich immer so ganz normal, wie eine Frau halt kocht, wie man halt so kocht. Auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, und abschließend nochmal erwähnt, ich habe ja von It Cosmetic, ich habe jetzt nicht den Herz hier, warum auch immer, ich habe nur den hier, da, der ist ja, das ist Original It Cosmetics und bei dem Herzpinsel, da bewegt sich dann ja immer das Glimmer. So, hier ist It Cosmetics, kostet 30 Euro, ist ein Herzpinsel und davon gibt es ja ein. Das hatte ich euch mal erzählt. Das ist gerade im Badezimmer, ist gerade in der Wäsche, wurde gerade sauber gemacht und muss jetzt trocknen. Und ich habe mir jetzt noch mal die andere Farbe gekauft und da wollte ich euch die noch mal zeigen. Einige wissen, wovon ich rede und einige nicht. Es gibt bei Amazon ein Pinsel, der genauso ist wie der von It Cosmetics. Ein kleines bisschen kleiner. Ansonsten könnt ihr hier echt Geld sparen. Und zwar gibt es den, der sieht dann genauso aus wie der hier, wie gesagt, nur halt in dieser Größe. Wenn man die so richtig nebeneinander hält, dann ist der von Amazon ein bisschen kleiner, aber ansonsten sehen die sich ganz schön ähnlich und die sind vom Auftrag her gleich bei mir. Und ich wollte nur wissen, kostet nämlich irgendwie so 10 Euro oder so und der hier auch gerne mal 30. Und da wollte ich halt mal wissen, wie die Farbe so aussieht und finde ich auch richtig schick. Ich finde das fast noch schicker in so braun, Bronze. Richtig schön. Ganz toller Pinsel. Wollte ich nur, also falls euch das interessiert und ihr wollt euch den auch holen, Link steht jetzt immer in der Videobeschreibung bei meinen Amazon-Links und könnt ihr euch. Super gerne, könnt ihr Geld sparen. Also, das ist der beste Pinsel überhaupt, den liebe ich ja total. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt sage ich Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Die Augen tränen die ganze Zeit heute. Ich weiß eigentlich, was los ist. Ja, habe ich euch alles erzählt. Das war jetzt erstmal das Neueste von meinem Zuhause. Die ganzen Drogerie-Neuheiten einmal durchgetestet und das war jetzt meine persönliche Meinung. Ich sage Tschüss, danke, dass ihr da wart und natürlich immer so gerne bis zum nächsten Mal und bitte bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern von den Dovis da draußen. Nicht ärgern lassen. Denkt an mich.